Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück in der Tuning-Szene live aus Tuninghausen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Und ja, ihr habt schon rausgehört, es geht um getunte Geräte. Das darf blinken, das darf blitzen, das darf leuchten. Und da hat sich der liebe Tass wieder einiges zusammengebaut, hat einige Traktoren umgebaut. Und hier, wir steigen mal direkt ein, hier direkt vor uns der S9 Warrior, den es so im 22er überhaupt nicht gibt. Ne, das, ihr werdet euch vielleicht erinnern, das war der First Mod LS22, den der Tom zusammen mit mir gebracht hat. Der Deutz S9 war ja auch viel gefordert, ne, dass der gebraucht wurde. Und TAS hat den nochmal überarbeitet, natürlich mit unserer Zustimmung, und hat den S9 in die Tuning-Szene gebracht. Ihr könnt den natürlich auch relativ human konfigurieren, ne, das gucken wir uns gleich nochmal an. Aber natürlich gibt es den mit entsprechenden Option. Das seht ihr schon hier als erstes, relativ große Felgenauswahl. Es gibt entsprechend getönte Scheiben. Hier die Logos natürlich vorne wieder drauf. Hier auch an der Seite ein sehr schönes, das Logo auch in 3D-Optik. Das kennt ihr aber schon von dem Deutz. Und da Hof Hirschfeld entsprechend drauf. Ja, grundsätzlich gibt es da noch ein bisschen mehr zu sagen, weil auch der ganze Innenraum komplett konfigurierbar ist. Ihr seht ihn natürlich, ich habe den jetzt in Orange gemacht, aber es gibt den auch noch weiter konfigurierbar. Das heißt, ihr könnt auch andere Konfigurationen wählen. Aber ihr seht, das ist dann schon auch sehr stringent gehalten. Ne? Kann man sich durchaus schick herleiten. So, Licht an. Und dann seht ihr es auch beim Rückwärtsfahren, hat ja auch noch eine entsprechende Beleuchtung. Seht ihr, dann geht auch das die Logo-Beleuchtung an. Auch das eine sehr schicke Nummer. Und klar, Rundumleuchten funktioniert natürlich auch, wie sie sollen. Ich würde sagen, bevor wir uns die nächsten Traktoren angucken, gehen wir auch direkt in die in den Shop. Wir machen hier so eine Gesamtvorstellung von mehreren Traktoren, ne? Weil das die Konfigurationsoptionen, die ähneln sich gleich so ein bisschen. Und das passt ganz schön, auch wenn da in jedem einzelnen Mod viel Arbeit drinsteckt, man jeden einzelnen natürlich vorstellen könnte. Nichtsdestotrotz können wir da auch ein kompaktes Video von machen. So, das Ding findet ihr hier unter Toy in Agratec mit TAS-Modding. Natürlich auch Link in der Videobeschreibung, wie immer, das wisst ihr schon. Ja, und dann seht ihr, kommt ihr natürlich erstmal in den TAS-Farben daher. TAS macht alles immer erstmal blau. Und da seht ihr auch schon, das ist der, den ich da hingestellt habe. Hier in der Innenkonfiguration seht ihr das, gibt es schon ganz viele Möglichkeiten. Gehen wir erstmal mit den Motoren einher. Da seht ihr auch, gibt relativ viele und natürlich auch die TAS Extreme Motoren, die dann entsprechend mal mit 1953 PS daherkommen. Warrior aber üblicherweise 396, also ist da auch, sind wir da am Standard. Ansonsten, das hier sind die vom Patrick, vom Pennikas HD, die entsprechenden Felgen- und Reifenkonfigurationen, Kombinationen, hier auch mit dem Leuchtring außen, also das könnt ihr alles entsprechend hochziehen. Ja, hier seht ihr unterschiedliche Logos, da könnt ihr auch mal mit einem Schwan vorne, da gibt es ja, da hat der TAS einige zusammengestellt, hier auch von Shorty, Test Area, da TAS Modding, und hier entsprechend Hirschfeld und natürlich auch Teuen, der Wikinger. Also, je nachdem, was ihr da an Figur vorne drauf haben möchtet, könnt ihr es entsprechend wählen. Dann gibt es hier entsprechende Unterbodenbeleuchtungen, LED-Beleuchtungen, seht ihr auch hier. Gibt es wieder im orange Setup, seht ihr hier, oder eben natürlich auch das grüne und das blaue Setup. Dann leuchten hier die Streifen entsprechend auch. Seht ihr hier, mal hier aus, rot, weiß, Original, genau. So, jetzt sind wir im Original. Wenn ich jetzt mal hin und her springe, dann seht ihr, ja, jetzt konnte man sehen, dass hier so entsprechende Leuchtstreifen dazukommen. Das dazu, ja, seht ihr, wie gesagt, könnt hier alles wirklich anpassen. Wir können mal gucken, wollen wir mal, ja, das ist dieses helle Deutz.
Es ist aber wirklich möglich, da relativ nah an den Standard-Deutz auch ranzukommen. Jetzt habe ich natürlich nicht die richtigen Namen. Deutz Matt, Deutz Standard. Ja, oder hier so ein Grau rein. Ja, dann seht ihr schon, dann kommt er schon nicht mehr so weit davon weg. Irgendwo hier die Deutz fahren. Also, ihr könnt auf jeden Fall den Deutz auch wieder dahin bringen, wo ihr den hinhaben wollt. Oder jetzt seht ihr es, ne? Jetzt geht es hier gerade schon auf. Ihr könnt hier den kompletten Innenraum wirklich einzelne Bereiche entsprechend anpassen. Ihr könnt natürlich alles grau machen oder eben dann ein bisschen farbenfroher gestalten. Also, ihr seid ein bisschen beschäftigt. Nehmt euch ein bisschen Zeit, bevor ihr das Gerät entsprechend umgebaut habt. Ja, was gibt es da noch mehr zu sagen? Also, ihr habt wirklich jede Menge Möglichkeiten für Individualisierung. Ich glaube, das ist im LS ja durchaus gefordert. Wenn ihr sagt, boah, das ist mir alles zu viel, bling, bling, ihr könnt es natürlich auch reduzieren. Ne? Wenn wir jetzt mal gucken, wo sind. Radlauf, Fensterscheiben, Felgenfarbe da. Da wollte ich hin. Ja, ihr könnt die natürlich auch. Das hier ist ein schönes Grau. Könnt ihr natürlich auch deutlich runter reduzieren. Wenn ihr da an den Scheiben und in dem Innenraum noch ein bisschen humaner runter macht, dann seid ihr gar nicht mehr so weit weg von dem Standard-Deutz. Und dann könnt ihr so einzeln alles, was ihr so gerne konfigurieren möchtet, nachkonfigurieren. Ja, das zum Deutz. Und dann kommen wir, im Prinzip seht ihr das jetzt auch schon. Es gibt den Klaas hier von Real Senior Modding. Der Tass ist da ja auch mit in dem Team und engagiert sich und auch da mit unheimlich vielen Möglichkeiten. Wir machen natürlich gleich nochmal das Licht aus, damit wir uns das nochmal angucken können. Auch hier Reifen mit entsprechenden Leuchtstreifen. Hier überall die Leuchtstreifen. Das sieht urcool aus, wenn hier die Rippen, die Kiemen, muss man ja schon fast sagen, wenn die beleuchtet sind. Gewicht, Farbe könnt ihr einstellen, die Gewichtkonfiguration natürlich. Und hier auch eine ganze Menge möglich. Klar, jetzt kann ich den Xerion-Kopf gerade nicht drehen, weil ich Gewichte drauf konfiguriert habe, aber theoretisch ist das auch möglich. Und wie gesagt, Hofhirschfeld muss gar nicht sein, müsst ihr nicht machen, aber in dem Fall eben die Möglichkeit, auch Hofhirschfeld zu konfigurieren. Gucken wir uns gleich im Shop an. Hier habe ich den John Deere. Einige von euch kennen den schon aus verschiedenen Projekten, die wir gespielt haben. Ist auch jetzt kein junger Traktor, das ist schon, gibt schon relativ lang, aber als Besonderheit eben mit Hirschfeld Forst und Agrar drauf. Ich habe den seinerzeit im Forstprojekt genutzt. Das ist auch immer noch ein sehr schickes Logo. Der hier sogar wirklich mit Hirschfeld Decals auf der Seite. Also ein bisschen die Schiene, wie auch bei dem Drescher, bei dem X9, den ich gebaut habe, der Rubicon, dass man da das Hirschfeld-Design so ein bisschen dezenter hat. Muss ja gar nicht immer mit dem großen Logo sein und das könnt ihr hier entsprechend auch konfigurieren. Hier bei dem seht ihr sogar direkt den Unterschied. Die Leuchtstreifen hier, die sind, wirken natürlich so ein bisschen chromfarben immer, wenn ihr die konfiguriert habt. Und wenn wir den anmachen, seht ihr gleich auch, was das kann. Und hier eben ohne Leuchtstreifen habt ihr schön den Vergleich dazu. Ne? Und sogar hier beim 8R gibt es sogar das Hirschfeld-Logo hier vorne auf. Also wirklich die John Deere-Logos grundsätzlich ausgetauscht. Und der hat es. Hoppala, das wollte ich nicht. Nein, steig ein. So. Ja, Innenraum natürlich noch weitgehend belassen. Und dann gucken wir auch, die Traktoren haben alle wirklich so ein bisschen unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten. Den finden wir hier jetzt bei TAS Modding. Und da haben wir zum Beispiel den Xerion. Natürlich auch da, wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich relativ nah auch wieder an den Standard zurückkommen, so ihr das denn wollt. Jetzt muss ich gerade eben gucken. Ich weiß gar nicht, ob TAS die Glasfelgen drin hat. Ich glaube, jetzt sehe ich gerade hier nicht. Ach, das sind die Gewichte, die habe ich natürlich jetzt nicht aktiviert. So, sind wir nicht ganz da. Aber das geht. Und es gibt ja auch noch diesen Mod, wo ihr die Farben selber wählen könnt. Also ihr könnt den auch wieder vollständig in Glasfarben herstellen, wenn ihr das denn wollt. Aber kann man eben auch den Standard-Mod nehmen. Ne? Außer ihr wollt Sachen natürlich, die Reifen finde ich cool. Ne? Die Räder, die möchte ich gerne so haben. Und da gibt es ja wirklich eine große Menge an Optionen. Und Kühlerfigur, das gleiche. Da brauchen wir jetzt nicht, jedes durchgehen. Kennt ihr schon mit den entsprechenden
Logos dann. Auch nicht überall, aber hin und wieder. Untergrund, Unterbodenbeleuchtung haben wir auch schon. LED-Beleuchtung, das sind dann eben hier diese Kiemen, die ihr beleuchten könnt. Es gibt sogar noch Blitzlichter, die habe ich jetzt in dem Fall mal nicht aktiviert, bei dem, der da draußen steht. Und dann hier natürlich mit den Gewichten. Ist auch wieder ganz cool eigentlich, ne? Man kann den hier auch oben konfigurieren, mit den Zusatzgewichten. Und auch die werden dann entsprechend in dem Rot daherkommen. Das zum Klaas Xerion. Ja, auch wieder, wie gesagt, das ist schon extrem. Auch Motorkonfiguration, dann natürlich wieder mit der ganz großen Konfiguration. Da könnt ihr auf der Hof, interessiert euch die Strecken nicht, ob gerade runter oder aufwärts mit 1900 PS, zieht ihr das Zeug dann natürlich vom Deckel. Und der 8R hier auch entsprechend Motorkonfiguration mit relativ vielen Möglichkeiten. Die Hirschfeld-Konfiguration natürlich erst da, wenn ihr den Kühlerfigur, den Hirschfeld auch aussucht. Und dann ergibt es natürlich Sinn, dass man den sich ein bisschen schick macht hier. Ja, ich finde das Grau von dem Tom immer ganz schön. Das passt auch zu dem Orange. Na, habt ihr schön die Möglichkeit, das zu machen. Und wie gesagt, die ganzen Beleuchtungen, guckt euch die an. Räder gibt es auch wieder da wie Wetters eben alle üblichen Kombinationen hier. Könnt ihr euch auf jeden Fall einen sehr schicken Traktor 8R bauen. Und mittlerweile, das sind ja nicht alle, ich habe ja schon mal ein ganzes Pack von TAS vorgestellt mit Traktoren, die er gemacht hat. Da war der Fendt dabei und da war der Autonomos dabei. Lohnt sich auf jeden Fall auch nochmal in das Video reinzukommen. Ich werde es wahrscheinlich oben da in der Ecke verlinken, auf dieses kleine i, dann könnt ihr das nochmal aufrufen. Und euch auch die Traktoren angucken und runterladen, wenn ihr da Lust drauf habt. Wirklich den Wünschen kaum noch Grenzen gesetzt. So, und jetzt werde ich mit euch natürlich einmal in die Nacht ausgehen. Und dann machen wir die Geräte natürlich einmal nacheinander an, damit ihr auch das seht. Ja, der fängt immer direkt an, Regen auszumachen. Regen ist weg. Da seht ihr jetzt zum Beispiel in dem Fall leuchtet sogar der Hirsch vorne. So. Ich habe allerdings bei dem Traktor hier nicht die Leuchtstreifen angemacht, ne, seht ihr auch. Der kann natürlich auch noch mal extra Leuchtstreifen dazu haben. Aber dann gucken wir uns mal den hier an. So, und da seht ihr auch, ich habe den da in Blau gelassen. Da seht ihr hier diese Rippen. Das sieht schon cool aus, ne? Auch diese Leuchtstreifen auf den Rädern, schon auch irgendwie witzig. Unter Bodenbeleuchtung. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt kommt das wieder, was ihr auch immer haben wollt. Bringst du jetzt hier rein oder nicht? Und auch da, seht ihr, Motor ist an. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie der konfiguriert ist, weil der tatsächlich nicht immer Motor macht. Der hier hat sogar eben diese dynamische Beleuchtung mit den Laufleisten. Sieht schon auch cool aus, ne? Ja, und das Schöne ist wirklich, ihr könnt auch die Beleuchtung, wenn ihr die gar nicht wollt, macht ihr die halt aus. Ja, erst wirklich bei dem ersten Lichtanschalten geht auch die ganze Beleuchtung ein. Also ihr könnt die auch wirklich während der Fahrt für euch wählen. Ja, hier sogar das Logo entsprechend beleuchtet. Ja, und da vorne, wenn ihr sagt, nee, ach, jetzt geht das schon wieder los. Also. Wenn ihr den wählt, natürlich ohne die ganze Beleuchtung. Aber auch den kann man entsprechend schön nutzen. Ja, was gibt es da noch mehr zu sagen? Ihr könnt viel, müsst es aber nicht. Alles geht, nichts muss. Das ist wahrscheinlich das Motto vom lieben TAS. Und ich bedanke mich auch an der Stelle für die vielen, vielen schönen Mods. Wir haben hier den Xerion, den 8R und den Deutz von Agratec nochmal in der aktualisierten Tuning-Version. Alle Links natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Einfach unter dem Video aufklappen und dann
auf mehr klicken oder mehr zeigen und dann seht ihr auch das entsprechende, die entsprechenden Links. Meine Lieben, ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Wenn euch die Vorstellung gefallen hat, Däumchen nicht vergessen. Ihr wisst, wie es geht. Und natürlich einen netten Kommentar zu den Geräten. Ein Danke an Tast tut niemandem weh. Ich sage Danke. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Bye bye und Ade.